Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum Replay-Mittwoch. In der ersten Runde sehen wir Geist 1976 als 4 irgendwas bla 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 Top-Tier gegen 5, warte mal, guck mal, 10, das sind 4 Siemer, 1, 2, 3, 4, 5, also 4, 5, 6 Matchup im IS. Tier 7 Standard, schwerer Panzer der Russen hier auf Fischerbucht. Und ich bin gespannt, was er machen kann. Der IS, wir wissen ja, dass aktuell auch ein Supertest IS oder ein IS im Supertest ist mit verstärkten Platten bzw. mit Schottpanzerung. Wo man sich fragt, ob man denn nicht mittlerweile genug russische Heavies im Spiel hat. Und beziehungsweise ob Wargaming dir nichts mehr Besseres einfällt, als einfach bestehende Panzer einfach ein bisschen abzuändern und dann einfach als Premium-Panzer zu bringen. Aber darum soll es eigentlich gar nicht primär gehen. Wir gucken mal, was er hier machen kann. Er ist auf jeden Fall schon gespottet. Das ist interessant. Kann das frontal schon jemand sein? Durch den Busch. Er macht hier einen Blindschuss. Da steht ein T-67, der scheinbar sich versucht zu bedanken, aber der bounced. Ja, IS. 122 mm Kanone. Da war der T-67. 175 Pen auf der AP, 217 auf der APCR, 390 der Alpha. Was so gesehen, es ist okay. Ne? Diese Kombination mit dem Alpha und der Pen für Tier 7 ist das meiner Meinung nach okay. Das Problem sind die Soft-Stats oder generell die Gun-Stats. Denn er hat 0,46 Genauigkeit. Das ist schon ziemlich übel. Und eine Einzielzeit von 3,4 Sekunden. Das ist selbst für Tier 7 in meinen Augen nicht mehr wirklich akzeptabel. Hier sehen wir auch, der Schuss geht keine Ahnung wohin. Die Softsets der Kanone sind für den Heavy an für sich eigentlich okay, aber die Einzielzeit und die Genauigkeit ist wirklich eine Katastrophe. So, hier jetzt dem KV-1 da oben drauf durch, das ist kein Problem. Reload 12,3 Sekunden Stock, 34 Kilometer pro Stunde Topspeed. 14 rückwärts, 15. Ja, da schießt man nicht hin. Das ist die Gunblende. Oh mein Gott. Eieiei, jetzt fängt es an weh zu tun. Der KV-1 hat die Derpgun drauf. Geradezu steht noch ein KV-2, der mit AP schießt. Okay, also ganz ehrlich, Leute, spielt den KV-2 nicht mit AP. Genau das passiert nämlich dabei. Aber sein Glück hier, ne? Sein Glück. Hier kann er... Oh, IS mit 100 mm Kanone, alles klar. Also das Leistungsgewicht, was ich eigentlich sagen wollte, ist ziemlich gut mit 15,14 PS pro Tonne, 6 Grad Gun Depression, die Panzerung für Tier 7 in Ordnung, aber sie bounce jetzt auch nicht wirklich viel. Also gerade gegen 8 oder 9er ist er relativ weich, 350 Meter Sichtweite, 1230 Hitpoints. Also das Fahrzeug an für sich ist eigentlich okay. So, ne? Aber was ihn halt so... Schöner Treffer. Was ihn halt so nervig macht, ist halt einfach dieses Gun-Handling. Und gerade, wenn man dann gegen 8er oder auch gegen 9er antreten muss... Oh, die Grille nervt schon, also muss man sagen. Wenn man gegen 8er oder 9er antreten muss, dann ist diese Kanone eigentlich nichts mehr wert. Also gar nichts. Man könnte durchaus überlegen, diesem Panzer mal so einen kleinen Rework zu geben. Ja, ist natürlich schwierig. Da müsste ihn höchstwahrscheinlich an anderer Stelle irgendwas ändern. Lol. Gut, hier ist wirklich der russische RNG auf seiner Seite. Aber dieses Gunhandling macht einfach keine Freude mehr. Es sind einfach in den letzten Jahren zu viel Glaskanonen, wie man so schön sagt, ins Spiel gekommen. Und auch Kanonen, die einfach viel, viel besseres Gunhandling bieten. Auch schon in den unteren Tierbereich, also gerade jetzt hier Tier 7. Dass man mit diesem Panzer hier, das ist schon wieder so ein T-67, dass man mit diesem Panzer hier echt so denkt, Leute, ernsthaft, das ist schon eine Quälerei. Jetzt kommt noch die M44 dazu. Leute, Fahrer auch noch tot. Also, das macht gerade keinen Spaß hier, so Snapshot. So, der Hotchkiss jetzt hier auch mit APCR. Der T-67 war auch schon auf APCR. Ah, dreh mal den Turm nicht so sehr. Nicht, dass der Hotchkiss dann am Ende noch durchkommt. So, da oben. Jagdpanda geht raus. Sehr schön. Es steht 10 zu 4. Der Gegner hat nicht wirklich noch was entgegenzusetzen. Und er macht das jetzt hier erstmal genau richtig. Er wartet jetzt erstmal, dass die Jungs aus der Mitte ein bisschen nachrücken.
denn er hat einfach keine Sichtweite, hier diesen Hotchkiss oder den ELC zu spotten. Das bringt einfach nichts, jetzt hier hochzufahren. Im Gegenteil, also er geht halt auf und kriegt halt von der Arti wieder aufs Dach. Interessant, dass hier die AMX F3 ihn nicht aufmacht. Die hat er selber gespottet, aber sie macht ihn beim Schießen nicht auf. Das ist interessant. So, jetzt haben wir noch den ELC. Jetzt, komm, nein, oder? Nicht wirklich. Auf den Hotchkiss? Komm. Stalin! Ey, ich feiere das. Komm, triff ihn, bitte. Ach, schade. Okay, es war nicht viel zu sehen. Der Schuss ging dann halt schon relativ gut, aber das ist keine Sniper-Kanone. Ja, also bitte. Es bringt auch jetzt hier nichts noch ranzufahren, weil bis er ran ist, ist er höchstwahrscheinlich tot. Er muss jetzt halt hoffen, dass der Hotchkiss sich da nochmal zeigt, aber na gut, er hat 7 Kills. Er will natürlich gerne den 8. Kill für die Radley Walters haben. Es ist noch eine Arti irgendwo. An den Hotchkiss kommt er jetzt nicht mehr ran. Und jetzt nutzt er einfach hier... hallo. Komm schon. Nein, da war das Flugzeug im Weg. Er hätte noch einen Meter weiter vorfahren müssen. Also er kastriert sich hier in Anführungszeichen selber gerade um die Radley. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass die AP-Granate oder die APCR, die er jetzt mittlerweile drin hat, weil ja AP leer ist, dass die durch das Flugzeug durchgeht, aber scheinbar fängt das Wrack dort die Granate. Vielleicht ist sie ja auch durchgegangen und ist dann aber nicht richtig eingeschlagen, also hat irgendwo einfach nicht getroffen. Dass es jetzt hier bei 2,6 Damage vermutlich bleiben wird. Mal gucken, was der Hotchkiss macht. Kriegt er den T67 noch? Der hat ein bisschen Angst. Na. Ich glaube, das war der eigene. Okay, also RNG war hier eine Menge dabei. Am Ende auch ein bisschen unglücklich beim Aiming. Aber wir haben gesehen, wenn natürlich dann mal der Zufallsgenerator hier mit so einer Kanone auf deiner Seite ist, dann kann das schon Spaß machen. Leider kommt das halt mittlerweile, was heißt mittlerweile? Es kommt genauso oft oder weniger oft vor wie noch vor 4 Jahren. An dem grundlegenden RNG hat sich ja nichts geändert. Aber das Problem ist, dass einfach so viel bessere Kanonen mittlerweile rumfahren und auch natürlich Panzer ins Spiel gekommen sind, die es dem IS ein bisschen schwierig machen, gerade im High-Tier, also im 8er, im 9er Bereich, wo dann halt die Kanone so einen indirekten Nerf einfach kriegt und das merkt man halt dem Panzer mittlerweile an. Am Ende gewinnen sie hier die Runde und er bekommt hier das Panzer-Ass. Bin mal gespannt, wie viele Basiserfahrungspunkte das jetzt sind, weil 2,6 Damage, ja, das ist gut für Tier 7. Es war aber auch gegen Top-Tier. Und mit einem Tiger 1 weiß ich nicht, ob du mit 2,6 Damage schon einen Panzerass kriegst. Wir gucken gleich mal. Er bekommt die Stahlwand, die Top Gun für mindestens 6 Kills. Es sind insgesamt 3000 Damage. Da hat er noch irgendwas. Ach ja, klar. Der eine Schuss auf den T67 zu Beginn der Runde. Was natürlich schon mal voller Schaden war. Beziehungsweise das waren ja 2 Blindschüsse im Grunde. Von daher sind es jetzt hier 3008 Damage. Das relativiert das wieder so ein bisschen. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, es war natürlich Top-Tier gegen 5er, aber er macht halt auch 7 Kills. Und das dann in der Kombination sind dann halt trotzdem wieder 1310 Erfahrungspunkte, zumal er sich hier den allermeisten Schaden auch selber aufgemacht hat. Also wir gucken mal, ja, gerade mal 844 Schadenspunkte über 300 Meter. Also das heißt, er hat im Prinzip den allermeisten Schaden unter 300 Meter gemacht und sich dann auch vermutlich selber gespottet. Und natürlich, mit dieser Kanone schießt man auch nicht auf Ziele über 300 Meter, beziehungsweise sollte das tunlichst vermeiden. Der IS ist halt einfach ein Nahkämpfer und das ist aber halt auch so sein Problem, was er dann halt gegen 8er und 9er hat. Denn den willst du nicht im Nahkampf gegen den 9er spielen. Gegen den 8er kommt es immer noch so ein bisschen drauf an, aber auch da, wenn du gegen den 8er Heavies spielst, sind da ein paar Kaliber dabei, wo du einfach, nee, also wenn man einfach mal an den Nachfolger, den ISM denkt, dann denkst du dir einfach nur, what? Der hat schon so viel mehr Panzerung, dass du damit mit deinen 175 Standard-Pen schon Probleme kriegst. Vorausgesetzt, der Gegner weiß, was er tut. Am Ende sind es ein paar APCR gewesen, weil er einfach AP leer gewesen ist. Am Ende insgesamt 30.400 Credits mit Premium-Account und 1.965 Erfahrungspunkte.
zweite Runde und wir bleiben im russischen Tech Tree. Allerdings sind wir jetzt auf Tier 10 unterwegs und wir sehen Noob Hunter in seinem Objekt 430 Uhr, was ich mir ja auch gerade versuche zu erfahren, aber das 430 und ich werden wohl keine Freunde mehr werden. Ich will den Panzer nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil, das ist ein gutes Fahrzeug, also der 9er, aber ich komme mit dem halt irgendwie nicht so richtig klar. Egal, wir schauen jetzt mal, was er hier im Tier 10er machen kann. Das ist also wie gesagt der Nachfolger, das 430U. Die Kanone 252 Pen auf der Standardmunition, das ist AP, 340 auf der Heat, ein Alpha mit den beiden Granatentypen von 440, HE hat eine Pen von 68 bei 530 Alpha, 0,40 Genauigkeit, 2,3 Sekunden Einzielzeit, aber Softstats, die einem schon zeigen, dass der Panzer ganz gerne mal schon geradeaus schießt, beziehungsweise das Fadenkreuz in der Bewegung nicht extrem weit aufgeht. Reload 10,2 Sekunden, hallo, 60 TP, na, da, leider nicht die Unterwanne getroffen und der 60 TP trifft aber zum Glück nicht. Er bekommt hier ein bisschen Spotting. Da nochmal nachschießen ist ziemlich, ja, sinnlos. 50 Kilometer Topspeed, 18 rückwärts, 14,29 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Also ihr seht schon, das ist ein Medium, der eher, naja, über Panzerung, über RNG-Kanone kommt. Es ist nicht so ein Sniper-Medium. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich im 9er nicht klarkomme, weil der 9er natürlich schon relativ ähnlich ist. Ja, was kann man noch sagen? Die Panzerung ziemlich gut, vor allen Dingen natürlich am Turm. Das kennen wir ja von den Russen. Dafür ist halt die Gun Depression nicht so toll. Also die Turmpanzerung ist wirklich gut. Also auch die Kommandantenkuppeln, sie sind halt kein Weak Spot. Da hätte Wargaming einfach mal sagen können, okay, wir machen die zu einem kleinen Weak Spot. Aber die sind auch alle einfach so dick, dass man da große Probleme hat zu durchschlagen. Die Wanne, Oberwanne effektiv so um die 270, wenn man gerade zu ihm steht. Unterwanne 175. Also wir sehen schon, sobald das Teil halbwegs full down steht und ihr den nur an die Front bekommt, ist das schon, wenn ihr als Low-Tier oder beziehungsweise als Neuner gegen ihn kämpft, schon gar nicht so einfach frontal zu durchschlagen. Auch wenn er halt nur 5 Grad Gun Depression hat. Wir sind hier auf Schutzjanki. Er ist jetzt hier auf den Hügel gefahren. Er ist interessanterweise nicht in den Süden gefahren, obwohl ja man immer sagt, auf der Karte entscheidet sich das alles über den Süden, sondern er versucht es hier im Norden, aber mit gegen den Hulldown 60 TP, das kannst du vergessen. Ah, da vielleicht in die Seite vom, ja, sehr schön, in die Seite vom IS-7, kein Problem. Da hat er zum Glück nicht die Schottpanzerung getroffen, da kann man beim IS-7 auch gerne mal nicht durchschlagen. So kann er den ersten Schaden anbringen. Das Problem ist hier oben eigentlich immer, wenn da so jemand steht wie der 60 TP, dann ist man hier eigentlich immer spotted. Und das ist eher so eine Aufgabe für die Arti, den da irgendwie zu nerven. Und das ist halt immer das große Problem hier. Deswegen, das ist ja alles relativ statisch an dieser Position. Also man, hinten steht meistens TD, also dort, wo die Grille gespottet war, auf C9 oder auch gerne mal auf C0. Und das ist hier halt so ein, naja, vor und zurück und mal gucken, ob man irgendwo mal einen Sideshot anbringen kann. Beziehungsweise, wenn die Gegner dann auch reinfahren in diese Industrieanlage, dann kann man auch gerne mal dort in die Seite dann Schüsse setzen. Aber das passiert meistens erst, wenn dann die eigenen Heavies schon weggestorben sind oder nicht mehr so Full HP sind. Oh, kann er jetzt Schaden machen? Er will nicht schießen, weil er weiß, er kommt dort im Grunde nicht durch. Er will lieber den 60 TP im Spot halten. Genau, also wenn man dann Querschüsse auf die gegnerischen Heavies setzen kann, sind es entweder YOLO-Heavies oder die eigenen Heavies sind dann halt schon weggestorben. Und dann hat man eigentlich das Problem, dass man dann hier oben schon ein bisschen outplayed ist, wie man so schön sagt, und man dort dann nicht mehr richtig wegkommt. So, oh, Grille. Der 60 TP bounced da. Da sehen wir schon, also das 430U kann schon, das kann schon was aushalten. Das ist panzerungstechnisch auf jeden Fall ein richtig gutes Fahrzeug. Und ich sag ja auch, gerade dass die Kommandantenkuppeln kein Weak Spot sind, damit, naja, ich glaube, damit hat sich Wargaming keinen Gefallen getan. Die hätte man schon ein bisschen weicher machen können, die sind eh nicht so schwer zu treffen. Von daher weiß ich auch nicht, was das soll, diesen Panzer so stark zu machen. Es war ja letztes Jahr mal, ja, schon mal im Gespräch,
dass man ihn nerft, auch das 430. Aber Wargaming hat davon wieder abgesehen, hat den Nerf auf unbestimmte Zeit verschoben. Also im Grunde, wow, wo ist er denn da durchgekommen? Krass, bei dem E75 TS. Ja, den Nerf also auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dementsprechend, ja, wird der wohl nicht kommen. So, er macht hier Reverse Side Scrape. Versucht so ein bisschen das Maximum aus seiner Gun Depression rauszuholen. Das gegnerische 430. Ja, das. Er wollte die Unterwanne haben, aber in dem Moment zieht es dann doch ein Stück weit zurück. Ja, wow. Wow. Er schreibt jetzt hier T10 Idiot. Ja, kann ich so ein bisschen verstehen, weil jetzt ist hier seine Position, die er so wunderbar nutzen konnte, direkt im Arsch. Und er bekommt auch direkt vom 430 und vom 430U eine reingesetzt. Und jetzt muss er hier halt sehen, dass er die Position wechselt und von einer anderen Stelle das Ganze wieder angeht. Was der T10 da bezwecken wollte, ist mir nicht so ganz klar. So. Wow. Hat er da tatsächlich die Unterwanne vom gegnerischen 430U getroffen? Oder hat er einfach nur einen Pen High Roll? Ah, okay, jetzt wird es ekelhaft. Hat er da einfach nur einen Pen High Roll auf die Oberwanne gemacht? Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, wie gesagt, 52 Pen, 25% hoch und dann gut in die Oberwanne in dem Winkel. Das kann schon sein, ja. Nichtsdestotrotz ist er jetzt hier durch diese 3 Treffer, 2 davon natürlich ein bisschen unfreiwillig, ordentlich mit den HP runter. Und jetzt muss er hier gucken, dass er das irgendwie anders bearbeitet kriegt. An für sich sind die Gegner dort gut unter Druck, aber die haben dadurch auch eine gute Position und er mit seiner relativ schlechten Gun Depression. Er muss da halt jetzt ein bisschen rumfummeln. Hoffen, dass das 430U da ein bisschen abgelenkt ist. Aber man sieht nicht so richtig, wo es hinzielt. Das ist das Problem. Ansonsten könnte man da versuchen, auf den 60 TP beziehungsweise auf den IS dort zu wirken. Er fährt jetzt wieder ran. Es traut sich halt keiner so richtig, den Push da jetzt reinzufahren. Da ist ein 50 TP, der ist voll. Da ist ein T95, der ist voll. Aber irgendwie will keiner seine Hitpoints da jetzt anbringen. Er jetzt hier, Noob Hunter mit... Okay, also er durchschlägt da echt zuverlässig die Oberwanne. So wie das für mich aussieht. Oder gehen... Nee, die gehen ganz knapp in die Unterwanne. Jetzt ging er in die Oberwanne, da bounced der Schuss nämlich auch. Alles klar, die sind immer ganz knapp an der Übergang von Ober- zu Unterwanne eingeschlagen. Hat er natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Und hier jetzt nochmal die... Ja, was soll man dazu sagen? Also das gegnerische 430U, das wehrt sich da auch nicht so richtig. Es trifft einfach nicht. Hat jetzt hier den RNG nicht auf seiner Seite und er... Das ist alles AP. Das war jetzt alles AP. Also krass, ne? Das ist echt... Pff. So, IS in die Seite. Mit AP. Das geht, kein Problem. Der IS und der 60 TP gucken jetzt auch in die andere Richtung. Und jetzt kann er halt... Ja, jetzt kann er farmen, ne? Jetzt kann er hier sich den Kill holen. Und hat jetzt hier nochmal richtig Damage abgeliefert. Also nicht schlecht. Und vor allen Dingen auch immer auf das 430, auf den IS-7, auf den 60 TP. Das war immer Damage auf die 10er. Und auch wenn er hier Top-Tier gegen... Oh, oh. Ui. Der ST1 schießt erst gar nicht. Und links der UD14.5 kommt nicht durch. Das ist halt immer gut, wenn er gegen 10er schießt. Das ist halt einfach für die XP am Ende wichtig. Damit die Auswertung halt einfach gut aussieht, beziehungsweise dass er da halt eine hohe Wertung bekommt. So, es steht 12-10 und der Gegner hat im Grunde jetzt quasi die andere Seite der Karte erobert und jetzt wird so langsam mal Zeit, dass der 1400 Hitpoints FV, beziehungsweise T95 FV hier einfach mal ein bisschen Eier macht und mal hier wer schießt denn da HE? Oh, okay. Jetzt lässt ihn hier der RNG ein bisschen in Stich. Der erste Schuss... Ja. Warum schießt der T95 HE? Das... Okay, ich weiß es nicht. Oder ist es der 50 DP, der HE schießt? Jetzt lädt er die Heat um, ne? Jetzt lädt er auf Heat. Ey, es ist der T95. Warum schießt er? Hat er nichts mehr anderes dabei? So, mit Heat dann durch die Oberwanne. Er hat es jetzt hier ein paar Mal mit AP versucht.
Er hat versucht, die Unterwanne zu treffen. Im Gegensatz zum Objekt hat das hier leider nicht geklappt. Und jetzt einfach in den Emil rein. Er hat sogar wieder auf AP umgeladen. Das finde ich ja mal echt geil. Das feiere ich schon. Und ich weiß nicht, was der T95... Ah! Da war die Säule im Weg. Schade. Was macht... Der schießt immer noch HE. Was soll denn das? Hat der eine HE-Challenge laufen? Was ist denn das für einer? Alter Falter. Also das ist... Ich meine, das ist nicht irgendein Panzer, dieser T95 FV4201. Ja, das... Ich verstehe das nicht. Das geht mir ein bisschen ab, muss ich sagen. Aber vielleicht hat er ja seine ganze APCR am Anfang verbraucht und ist jetzt nur noch auf AP oder hat nur noch... keine Ahnung. Also, ist mir am Ende... Nee, egal ist es mir nicht. Es wundert mich aber... So, und jetzt der Udes, das ist der Achter, das heißt DPM-technisch dürfte der ihn jetzt hier, ja, der dürfte jetzt keine große Chance haben und tschüss. Er macht seinen 6. Kill, bekommt den Krieger und geht hier mit 5600 Damage raus und das war seine erste Runde im 430U. Hier die Auswertung, er bekommt... in seiner ersten Runde im 430U das Panzerass. Herzlichen Glückwunsch auf den Tier 10er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hut ab. Er bekommt auch das Großkaliber und die Top Gun für die 6 Kills. Insgesamt sind es 5629 Schadenspunkte. 6 Kills, 1276 Basiserfahrungspunkte. Ich glaube, da ist das Panzerass auch gerechtfertigt. So, der FV oder der T95, wie immer man ihn nennen will. Er macht fast 7000 Damage. Er hat fast 40 Mal geschossen. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie viel Munition der Kollege dabei hat. Ob der eventuell munitionsleer war. So, hier, T95, FV4201, Chieftain. Der hat Munition dabei. Steht das bei Tanks GG irgendwo? Loadout... Ich dachte, das steht irgendwo. Ah, hier, Ammo Capacity. Ja, 40. Okay. Der war leer geschossen, der Kollege. Interessant, dass er so viel HE dabei hat, weil er hat ja noch ein paar Mal geschossen. Aber ja, vielleicht hat er es auch im Chat geschrieben und ich habe es nicht gelesen. Aber der Kollege war halt leider leer geschossen. Und okay, dann kann ich das verstehen, dass er HE schießt. Schade. Also für ihn halt. Und natürlich auch ein bisschen blöd für die Runde, weil... Dieser ST1, der hätte da schon etwas früher raus sein können. Was soll's. Am Ende, er hier 30 Mal geschossen. Es war eigentlich fast nur AP dabei. Dementsprechend auch die Munitionskosten eigentlich in Ordnung. Es war eine Heat, zwei Heat. Also ich glaube, es war eine Heat gegen den ST1 dabei. Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Wenn es noch mehr war, schreibt es mir gerne in die Kommentare. 17.000 Credits bekommt er aus der Runde raus. 858, meine Güte, was ist denn los? 858 Support Damage, 360 sind an der Panzerung gebounced. Das wirkt ein bisschen wenig, aber klar, wenn er getroffen wurde, ging das durch. Er hat da halt diesen Reverse Sidescrape an der Bahnlinie gemacht. Und ansonsten, Entschuldigung, haben die Gegner ihn halt einfach nicht getroffen, ne? Also, das 430U, das Gegnerische hat ein paar Mal vorbeigeschossen. Und ja, dann kann man natürlich auch keine Panzerung, also keinen Schaden an der Panzerung abwehren. Fünffach Tagessieg, insgesamt 13.398 Erfahrungspunkte. Ja, zwei schöne Runden in zwei russischen RNG-Panzern. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir natürlich auch gerne eure Meinung zu den beiden Gefechten und den Fahrzeugen in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind... Danny, 122er Kronsturm, Kötö, Kulle und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.